herzlich willkommen, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Freunde, liebe Kolleginnen. Ich möchte Sie alle ganz herzlich hier begrüßen bei uns in der Heinrich-Böll-Stiftung. Der agrarpolitische Jahresauftakt in der Stiftung hat Tradition. Seit über 10 Jahren veröffentlichen wir jedes Jahr im Januar einen agrarpolitischen Atlas und in diesem Jahr einen neuen Bodenatlas. Jedes Jahr organisieren wir auch die Veranstaltungsreihe hier, also unsere alternative Grüne Woche. Und wir sind jetzt mittendrin und ich freue mich ganz besonders, dass wir jetzt, glaube ich, schon zum 5. Mal den Fachtag Solidarische Landwirtschaft hier als Gastgeberin begrüßen können. Das Konzept der solidarischen Landwirtschaft ist für mich gelebte Zukunft. Es unterstützt die Transformation zu nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktions-, aber auch Versorgungsstrukturen und zeigt ganz praktisch, wie das gehen kann. Das Thema heute, Boden, Gemeingut oder Spekulationsobjekt, das trifft sich gut, denn wir haben einen Bodenatlas, aus dem ich kurz ein paar Fakten erzählen möchte. Intakte Böden sind eine Grundvoraussetzung, um gesunde, vielfältige Lebensmittel zu erzeugen. Sie sind sozusagen unsere Lebensgrundlage. Zudem schützen sie das Klima und die Artenvielfalt und das sollte eigentlich ausreichen, um auch die Böden zu schützen und sie gut zu behandeln. Die Realität sieht leider anders aus. Den Böden geht es schlecht. Mehr als 1/3 der landwirtschaftlich genutzten Flächen weltweit sind degradiert. 60% der Böden in der Europäischen Union sind geschädigt und die Hauptursachen dafür sind ganz vielfältig. Die Hauptursache für die... Irgendwas stimmt hier nicht, ne? Ach so, ja, das können wir auch machen. Genau, also die Ursachen sind vielfältig. Die Hauptursache für die Schädigung von Böden ist die Erosion durch Wind und Wasser, aber auch nicht nachhaltige landwirtschaftliche Produktionsmethoden, inputintensive Produktion ist problematisch. Daher gilt es, Böden zu schützen. Sie sind essentiell in der Anpassung an die Klimakrise, denn sie speichern, wenn sie dann funktionieren, große Mengen an Wasser und können sie aber bei Bedarf auch wieder abgeben. Und wie wichtig das ist, diese Funktion zu erhalten, haben wir gesehen in den letzten Wochen. Wir werden auch zukünftig im Winter viel oder mehr Wasser haben und im Sommer wenig Wasser. Und Böden können das ausgleichen. Daher, das Bodenwassermanagement wird in Zukunft eine große Bedeutung haben. Und es ist auch wichtig, dass sich Städte und Gemeinden darauf anpassen oder daran anpassen. Das kann zum Beispiel gehen durch, ne, also Möglichkeiten sind die Wiedervernässung von Mooren, die Renaturierung von Flussauen, all das sind natürliche Lösungen im Schutz gegen Hochwasser. Wir hatten gestern hier den Heckentag, auch Agroforstsysteme, Hecken, Feldraine und vielfältige Landschaftselemente sind effektive und kostengünstige und auch nachhaltige Lösungen beim Bodenschutz. In unserem Bodenatlas fordern wir daher verbindlichen EU-weiten Bodenschutz. Landwirte müssen besser beim Bodenschutz unterstützt werden. Es gibt politische Stellschrauben, zum Beispiel das Bundesbodenschutzgesetz muss dementsprechend angepasst werden, aber vor allem auch die gemeinsame Agrarpolitik als Förderinstrument der EU muss Ökosystemdienstleistungen für Boden zukünftig stärker honorieren. Und natürlich, ganz wichtig ist ja auch Thema hier heute, Landwirtinnen brauchen Zugang zu Land. Hier braucht es unbedingt starke Agrarstrukturgesetze. Die ABL ist da gerade ganz stark dran und baut eine Kampagne auf. Und es muss einfach möglich sein, für Landwirten leicht an bezahlbaren Boden zu kommen. Und ich könnte da jetzt immer so weitermachen, aber ich darf ja nicht so lange. Also guckt noch mal gerne in unseren Bodenatlas rein, da könnt ihr das alles nachlesen. Der ist zusammen entstanden mit dem BUND, Bund für Umwelt- und Naturschutz und dem Think Tank for Sustainability. Ich freue mich auf den Austausch, denn die Herausforderungen insbesondere für die Landwirtinnen sind groß. Viele, zum Teil sehr unterschiedliche Perspektiven müssen mitgedacht werden,
Aber, und auch das müssen wir immer wieder sagen, das geht nur gemeinsam. Wir müssen miteinander reden, einander zuhören, um dann zusammen zu Lösungen zu finden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine spannende Fachtagung, interessante Diskussionen und Austausch und übergebe an Tanja. Vielen Dank, viel Spaß, herzlich willkommen. Inka Dewitz, vielen, vielen Dank. Auch für das Zeitmanagement, Sie macht es mir leicht, denn tatsächlich steht im Bodenatlas eine ganze, ganze Menge. Wir haben ja heute die Kulturlandgenossenschaft mit an Bord. Die arbeiten zusammen mit dem Netzwerk Solidarische Landwirtschaft zu dieser großen Frage. Und ja, für Kulturland ist Titus Barner da und er wird uns auch begrüßen und sagen, was die Kulturland-Leute so früh schon auf das Thema gebracht haben, dass sie jetzt schon Lösungen haben, wo viele erst merken, die Probleme werden schärfer. Titus Barner, herzlich willkommen. Vielen Dank, Tanja, für das Kompliment. ja, wir kümmern uns um den Boden und haben eine neue Eigentumsform entwickelt, weil wir Kenntnis haben, dass am Eigentum eigentlich ganz viel. Oh, jetzt geht nicht mal das mehr. Eigentum ganz viel hängt von den Problemen, die wir auf dem Land sehen und auf dem Boden sehen und auch in der Landwirtschaft sehen. Und das Spannende ist ja, wenn Schnee liegt, ne? Wenn Schnee liegt, sieht man, dass der Boden zusammenhängt. Es gibt einen Boden. Die Zäune verschwinden, die Grenzen verschwinden und wir sehen, die Erdoberfläche ist überzogen. Nun sieht man ihn natürlich jetzt nicht unter Schnee, aber eben von einer zusammenhängenden Lebensschicht, die faszinierend ist. Das ist ja nur 1 bis 2 Handspannen tief. Aber rund um den Erdball gibt es diese durchzogene Bodenschicht, die Biosphäre, die Grundlage der Biosphäre ist und die sich auch überall wieder neu bildet. Also diese Unbegrenztheit des Bodens, zum Beispiel bei mir zu Hause im Garten, der Vorbesitzer hat einen Gartenweg angelegt aus Betonplatten, immer 2 Platten, 80 Zentimeter, 10 Meter lang. Das wächst zu über die Jahre, der Boden holt sich das wieder. Das heißt, da wächst Boden über Beton zu. Und das passiert ständig. Wenn hier in Berlin mal 10 Jahre die Straßenreinigung nicht fährt, dann wächst es überall auf den Bürgersteigen. Das ist doch total spannend. Also da ist ganz großes Leben. Aber die Menschheit hat es halt leider geschafft, dieses Leben irgendwie einzuzäunen und einzukasteln. Und hier sehen wir es im Prinzip in Vierecke aufzuteilen. Und jedes Stück Boden hat heute einen definierten Eigentümer und eine genau definierte Grenze, obwohl es eigentlich grenzenlos ist. Da muss man so irgendwie durchschauen, um zu verstehen, wo man eigentlich hin will. Wir wollen wieder zu der eigentlich des Bodens. Und wie ist das eigentlich gekommen? Wenn man sich das anschauen will, dann kann man den Western Pat Garrett Jagd Billy the Kid irgendwie vielleicht ein schlechtes Beispiel. Da spielt Bob Dylan mit, also deswegen habe ich ihn mir angeschaut. Wenn man zwischen der Ballerei durchschaut, dann sieht man im Hintergrund die Geschichte erzählt. Da wird nämlich New Mexico die weiten Flächen eingezogen, Pfosten reingerammt und Zäune gezogen, um Rinder zu weiden. Das ist es, wie es passiert ist. Mit mehr oder weniger Gewalt ist der Boden eingezäunt worden und in Vierecke unterteilt und dann Landwirten zur Verfügung gestellt worden, per Kauf oder wie auch immer, Erbschaft. Mit der Botschaft, so jetzt produziert mal bitte. Aber tut das eben so, dass ihr bitte dann doch nicht alles macht, was ihr machen könntet. Ne? Also ihr dürft jetzt nicht zu viel Stickstoff düngen und die Umwelt zu sehr degradieren. Ein schwieriges System, in dem die Landwirte heute die Proteste zeigen, ist sich mehr schlecht als recht irgendwie bewegen. Ne? Vielleicht schaffen sie es auch, aber jedenfalls nicht unproblematisch. Dieses System der vierecken Bodenteile hat einfach zu einer massiven Bodendegradation geführt. Tanja hat es schon die Ernährung ist zwar massiv irgendwie gesichert worden, das wollen wir essen, wir wollen ja nicht zurück zu der Zeit der irischen Hungersnöte, aber es ist ein Gemeingut, Biodiversität die sauberen Grundwasservorräte und so weiter sehr in Bedrängnis geraten. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir aus dieser Nummer wieder rauskommen, aus diesen eingevierekten Bodenteilen. Und wir als Kulturlandgenossenschaft versuchen eben konkret einen Weg zu finden, bevor man über die große politische Systemwandelphilosophie in vielleicht 2 Generationen irgendwann mal eine Lösung hat. Man muss ja anfangen. Also wir
arbeiten einfach im bestehenden System daran, eine neue Lösung zu entwickeln, die sich dann vielleicht aufskalieren lässt und aufs Große irgendwie verteilen lässt. Wie das ganz genau geht, werdet ihr später auch nochmal erfahren. Aber kurz gesagt, hier kann man es auch sehen, dieser Streifen, der so komisch bunt aussieht, das ist Kulturland. Das ist ein 6-Hektar-Stück, das bei Leipzig von der Acarilla-Genossenschaft, Zwischengenossenschaft bewirtschaftet wird, Kilometer lang. Und man sieht, die haben, wie der Name sagt, Acarilla, ne, eine Schneise geschlagen in die Agrarlandschaft, um einfach die Zukunft zu verwirklichen mit ganz vielseitigen verschiedenen Gemüseanbau-Geschichten und Belieferungen, auch, glaube ich, in einem Solawi-System. Wir kaufen das Land raus aus dem Bodenmarkt mit Genossenschaftsanteilen und stellen es dann als Gemeingut, als Gemeinschaftseigentum Solawis und landwirtschaftlichen Betrieben zur Verfügung. Da kommt nachher auch noch ein kleines. Da seht ihr das. Und ansonsten haben wir auch hier diese Broschüre, da wird es alles ausführlich erklärt. Was uns mit dem Netzwerk Solawi verbindet, ist eben, dass Solawis ja diesen gleichen Ansatz haben, wirklich mit dem Land pfleglich umzugehen und das auch auf eine neue wirtschaftliche und vertragliche Weise zu machen. Also wirklich das Einkommen der Bauern anders zu sichern als über die anonymen Märkte. Das ist super zukunftsfähig und zukunftsorientiert und wir sehen uns da so als natürliche Partner eigentlich der Solawis, die eben mit ihrer Wirtschaftsform Gemeinschaftsstrukturen schaffen und wir schaffen es auf der Eigentumsebene. Das sind wie zwei Seiten derselben Medaille. Insofern freuen wir uns sehr, dass wir hier zusammen machen, was wir zusammen machen sollten, nämlich eine Tagung, wo wir das diskutieren. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Titus Bahner. Man spürt, dass die Beschäftigung mit dem Boden zu Energie und Motivation führt. So viel kann man schon mal sagen. Das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft, das wird natürlich auch begrüßen und sagen, warum wir heute über den Boden reden. Und fürs Netzwerk spricht eine Gärtnerin aus einer Solawi in Düsseldorf, die gleichzeitig ganz viel fürs Netzwerk internationale Projekte betreut, zusammenbringt, vernetzt, also eine Netzwerkerin. Und sie ist auch die geschäftsführende Koordinatorin, die die einzelnen Bereiche immer wieder im Netzwerk zusammenfügt. Und sie wird uns heute Nachmittag auch noch mal zu einem gemeinsamen Erkenntnisprozess verhelfen. Annika Füger, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen an alle. Also ich bin nicht die geschäftsführende Koordinatorin im Netzwerk. Das Netzwerk arbeitet ja soziokratisch, sondern ich bin Teil der geschäftsführenden Koordination. Genau. Und ich begrüße alle hier ganz herzlich und freue mich, dass so viele Menschen hier sind, dass wir quasi da weitermachen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Und als wir diesen Fachtag geplant haben, den Fachtag Solidarische Landwirtschaft 2024, da wussten wir noch nicht, was so los sein wird, was jetzt hier so in den letzten Tagen los war. Und ein Fachtag zum Agrardiesel, wäre das für die solidarische Landwirtschaft interessant gewesen? Ich denke, das Thema Boden passt besser zu uns und ist sehr, sehr wichtig und ist etwas, was sehr tief liegt und eine große Herausforderung ist, die wir in Solawis angehen wollen, aber nicht alleine angehen können, sondern wo es eben ganz viel Zusammenarbeit, Kooperation, Austausch, Ideen und ja, noch viel in der Zukunft braucht, was wir gemeinsam schaffen können. Ein Fachtag zu den Vereinnahmungsversuchungen von rechts, das hatten wir als Netzwerk auch schon 2021, hat sich auch gezeigt, dass das wichtig ist, das Thema, und uns auch weiter erhalten bleibt. Da bin ich sehr froh, dass im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft wir einen sehr aktiven Arbeitskreis haben und es da auch viele Austauschmöglichkeiten und ganz klare Abgrenzungen gibt. Das Gute auch der letzten Tage. Ganz viele Themen sind jetzt in der breiten Öffentlichkeit und werden viel mehr diskutiert. Also erstmal der Agrardiesel ist, sind auch ganz viele andere Themen auf einmal an vielen Stellen sichtbar. Und das ist ja auch eine Chance für das Thema Boden, vielleicht jetzt da was zu nutzen und in eine breitere Diskussion zu kommen. Wir haben es auch gerade schon gehört, Solawi, das ist gelebte Zukunft, das ist eine Antwort auf viele Herausforderungen, die es so gibt, eine Möglichkeit für die Betriebe, für Bäuerinnen und Bauern, mit Herausforderungen besser umgehen zu können.
2011, als das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft gegründet wurde, gab es gerade mal etwa an die 20 Solawis. Gibt es über 550 Solawis und Solawis in Gründung. Das ist eine große Wachstumskurve, aber natürlich auch immer noch die Nische in der Nische. Wir sind als Netzwerk international vernetzt mit Urgency und wir wissen, es ist auch weltweit so, dass diese Form des Wirtschaften, diese Form der Landwirtschaft eine Bewegung ist, die wächst und die als wichtig angesehen wird. Über 70% der Solawis aktuell sind Neugründungen. Wer Landwirtschaft machen will, der braucht Land. Und wer neu gründen möchte, braucht Zugang zu Boden. Deswegen ist es einfach für uns als Netzwerk Solawi total wichtig, an diesem Thema dran zu bleiben und da gute Partnerinnen und Partner zu haben und immer wieder Fokus auf das Thema zu lenken. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir heute hier sind, dass wir mit der Heinrich-Böll-Stiftung so einen Fachtag machen können in so tollen Räumlichkeiten, mit einer so guten Zusammenarbeit. Das hilft uns sehr viel. Das ist ein toller Raum für uns als Netzwerk. Auch ein großes Dank an die Kulturlandgenossenschaft für die Zusammenarbeit, für die inhaltlichen Beiträge und auch für die finanzielle Unterstützung. Und auch an die GLS, Zukunftsstiftung Landwirtschaft, die diesen Fachtag auch finanziell unterstützt. Und natürlich zuletzt an Sie alle, die heute hier sind und einen Beitrag leisten, sich einbringen, sich austauschen und das, was wir hier heute sprechen, besprechen, weitertragen in andere Kreise, in eigene Solawis, in den eigenen beruflichen Bereich und in die Welt draußen, so dass es einfach ein paar Schritte weitergeht und wir gemeinsam in der Theorie, aber auch in der Praxis die guten Ideen umsetzen können, die wir alle haben und die es gibt. Danke und ich wünsche uns allen einen ganz wunderbaren Tag.